So, Sandy, bist du schon vegan? Nein, noch nicht. Warum nicht? Ich denke, ich. Moment, warte, ganz kurz. Ich glaube tatsächlich, dass das hauptsächlich bei mir daran liegt, dass es mir. Also, ich habe generell, habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe Depressionen seit ein paar Jahren und eine Essstörung. Und habe mir generell, finde ich, sehr schwer, generell für mich zu ernähren. Und dann ist es mir tatsächlich irgendwie so mehr so, Hauptsache irgendwie essen nach 4 Tagen. Und die Umstellung ist, glaube ich, so das Einzige, was bei mir so der Grund ist, warum ich noch nicht vegan esse. So, wenn ich vegane Sachen esse, ist es mehr Zufall, weil ich es einfach. Aber ja. Okay, kurzer Background zu mir. Und ich weiß, jede psychische Störung ist anders. Ich war selbst magersüchtig, grenzwertig. Ich hatte selbst Essbrechsucht. Ich habe lange Zeit gestruggelt mit Essen und ich verstehe das, woher du kommst. Und dieses auf die Verpackungen gucken und schauen, wie viel was ist und ob das vegan ist, plus die Bewegung zu schauen, wie viel Kalorien da drin sind, die können sehr, sehr ähnlich sein und die können definitiv Sachen triggern. Das möchte ich gar nicht verharmlosen. Aber im Moment betrachtest du mir das Ganze ein bisschen zu sehr wie eine Ernährungsweise. Deswegen müsste ich dich, damit wir uns über den gleichen Begriff hier Gedanken machen, was vegan ist, dir ist bewusst oder weißt du, dass Veganismus nicht nur eine Ernährungsweise ist, was. Oder was ist das denn in deinen Augen? Was heißt vegan sein? Naja, das. Falle, danke schön. Entschuldigung. Also, was mir wichtig ist, auch nochmal generell zu sagen, und das finde ich gut, was du sagst, die Ausbeutung von Tieren, die Versklavung von Tieren. So, du sagst ja auch selber zum Beispiel, wenn es wirklich darum geht, wenn man die Alternative hat, keine Tierprodukte zu essen, dann muss man es nicht machen. Und das verstehe ich, da bin ich voll Aber bei dir d'accord. Ich glaube zum Beispiel, selbst bei mir ist das zum Beispiel eher so, ich gehe nicht in den Supermarkt. Ich traue mich teilweise nicht raus. Und wenn ich dann nach 4 Tagen Sandy, hier ganz sitze, kurz, es ich tut mir leid, aber krampfe. so können wir nicht. Ja. So können wir nicht. Ich habe dir Okay, eine Frage okay, gestellt, weil wir müssen okay. das aufbauen. Und ich Okay, verstehe das. Entschuldigung, Das ja waren alles bitte. valide Punkte, die du gebracht hast. Aber ich bitte dich, ich Ja. habe dich gefragt, was ist Veganismus? Was ist das denn? Was heißt das? Was verstehst du darunter? Was fällt unter vegan sein? Was ist ein Veganer? Was macht ein Veganer nicht? Okay, Entschuldigung. Dann würde ich das sagen, was ich vorher gesagt habe. Einfach die Ausbeutung, Versklavung von Tieren. Punkt. Soweit wie es geht, nicht zu unterstützen. Das ist Veganismus. Genau, Okay, und okay, das hat ja ja. nicht nur was mit Ernährung zu tun, sondern beispielsweise auch in Zoos zu gehen. Verstehst du das? Weil da werden Tiere ja als Objekte gehandelt. Da bin ich voll d'accord, Oder wenn ja. man Leder und Felle anzieht, das ist ja auch alles die Objektifizierung und Versklavung von Tieren. Nur, das müssen wir vorher geklärt haben, weil es geht eben nicht nur, sagen wir, selbst wenn es nur bei dir an der Ernährung ein Problem gäbe und du hättest eine Krankheit und dann müsstest du, gibt's nicht wirklich, müsstest du Tierprodukte essen, dann könntest du immer noch theoretisch gesehen vegan sein, weil Veganismus heißt, so weit wie es irgendwie geht, diese Versklavung und Objektifizierung von Tieren nicht zu unterstützen. Und selbst wenn du dann einmal in der Woche Tierprodukte essen müsstest, könntest du definitionsgemäß vegan sein. Das ist wichtig, dass wir das festgestellt haben. So. Und ich finde es voll schön, dass du das auch nicht unterstützen möchtest, diese Versklavung von den Tieren. Findest du, ist nicht vegan sein okay? Nein. Eigentlich nicht. Cool. Hiermit ist die Debatte zu Ende. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass du vegan bist. Also, wie kann ich dir helfen? Was ist für dich das Schwierige daran? Ich glaube, bei mir ist es wirklich die Umstellung, im Leben darauf zu achten und zu wissen, wo ist das alles. Und immer wieder, ich glaube, was vielleicht auch vielen so geht, das klingt, ich möchte, boah, das tut mir so leid, dir das wirklich zu sagen, und ich weiß, was du dir alles anhören musst. Man vergisst das, glaube ich, im Alltag. Immer, wenn man nicht immer wieder damit konfrontiert wird, man vergisst das einfach. Und deswegen finde ich es auch gut, was du machst. Immer wieder, manchmal, ich weiß, viele wollen das nicht immer so nett hören, aber es ist hilfreich. Ne? So einfach mal immer wieder damit konfrontiert zu werden, damit sich das verfestigt. Weil ich glaube, wie du sagst, das ist bei uns so verankert und konditioniert. Man geht einfach in den Supermarkt und kauft, was normal ist. Da erstmal rauszukommen,
diese Umstellung zu haben, weil dann ist das, glaube ich, kein Problem. Ich glaube, niemand sagt, boah, absichtlich esse ich keine veganen Sachen. Ich glaube, so ist ja keiner. Ne? Ich glaube, die Umstellung und dieses ständige Konfrontieren. Es gibt ein paar Spezialisten da draußen. Ja, gut, aber das sind ja irgendwelche Trolle, ne? Ja, voll. Ich glaube, dieses ständige Konfrontieren, und ich finde das auch gut, wie du es sagst, du hast eine sehr direkte, du sagst, wie es ist, und das zu hören und immer wieder so ins Gedächtnis gerufen zu bekommen, tut schon gut, bin ich ehrlich. Ja. Ey, vielen Dank, und ich freue mich, dass das hier so rational abläuft. Du kränkst mich auch nicht, oder weil du gerade gesagt hast, es tut mir leid, dir das zu sagen. Wenn es ein Fakt ist, bin ich davon nicht beleidigt. Ja, also Facts don't care about your feelings, und zu sagen, viele Leute vergessen, dass täglich Tiere wegen ihnen am Schlachthof stehen, ist vollkommen legitim. Ich sag dir sogar was, ich muss mich regelmäßig dran erinnern. Mann, schwirrt leicht mal ab. Ja, also man kriegt keine Anleitung von, oh, du bist jetzt Internet-famous, in die Hand gedrückt, wie man mit all dem umgeht. Und es ist manchmal viel Stress, es ist viel Alltag, es ist viel. Und man muss sich jeden Tag, ich hab Handys als mein Sperrbildschirm, ich habe Bilder von Tieren als mein Sperrbildschirm, ich habe Videos, die ich mir regelmäßig reinziehe, und ich werde dich da auch gleich verlinken, aber du hast vollkommen recht, die Tierindustrien, die wollen, dass du das verdrängst. Die wollen, dass du das vergisst. Die zeigen dir die glücklichen Kühe auf den Wiesen. All deine Freunde essen Tierprodukte, und es ist normal, grillen zu gehen, wo man sich Leichen von Personen auf den Grill legt. Und die lachen dich aus, wenn du nicht mitmachst. Alle verkaufen einen für dumm. Aber es ist an uns, an deiner Verantwortung, dich daran zu erinnern, was du gerade hier so schön zusammengefasst hast. Und das ist auch meine Methode, dass ich seit 2 Jahren nicht locker lasse mit Online-Aktivismus, selbst wenn ich mal bekannter, mal unbekannter bin, weil die Leute das täglich brauchen, so wie du es gerade gesagt hast. Ich wollte gerade noch die Lohn... Darf ich ganz kurz noch was sagen für den Chat? Bitte. Weil zum Beispiel hier steht, dass du angeblich kein Mitgefühl hast. Ich muss sagen, ich fühle mich gerade sehr verstanden. Und ich glaube... Du hast vielleicht nicht immer Mitgefühl mit Menschen, die Tierprodukte essen, aber du hast sehr viel Mitgefühl für Tiere. Und ich glaube, dass jeder von uns wäre super dankbar, wenn wir gemobbt werden, wenn wir irgendwo schlimm säßen, wo es uns wirklich schlecht geht. Wir wären dankbar, dass jemand sowas macht wie du, der sagt, hey, stopp, Leute. Wenn euch jemand schlägt, dann möchtet ihr niemanden, der da sagt, hey, pädagogisch, lasst das doch, bitte schlagt ihn nicht. Ich glaube, dem tut das weh. Sondern wir wären alle froh, klar, ihr müsst so, ne? Also bitte seid nicht immer so mega mies, weil Mitgefühl für Tiere, und es ist auch die Sache mit dem Holocaust. Stellt euch einfach mal vor, emotional gesehen, dieselbe Szenerie. Ich schlag eure Familien, eure Freunde. Das fändet ihr auch nicht toll. Und es bringt nichts, ob ihr dieselbe Sache anders seht. Ihr müsst versuchen, die Sache emotional aus derselben Sicht zu betrachten. Wenn euch das, wenn Tiere geschlagen werden, nicht wehtut, dann überlegt euch, was tut euch sonst weh? Vielleicht, dass es eurer Mom nicht gut geht, eurer Freundin nicht gut geht. Und dann steht da jemand, der sagt, ah, ich mache das ja nur einmal die Woche. Zweimal die Woche, klar ist das was anderes, aber emotional gesehen könnt ihr das dann einfach besser verstehen. Es tut mir voll leid, dass Leute das einfach nicht verstehen möchten. Obwohl, ich finde, du erklärst es gut. Ich finde, man kann dich gut verstehen. Danke. Manche Leute haben Angst, das zu verstehen, weil sie dann wissen, was das für ihr Leben haben. Also es ist sehr schwer, eine Wahrheit anzunehmen, wenn man mit den Konsequenzen dieser Wahrheit in seinem Leben nicht klarkommt. Und das ist, dass man sich an einem faschistischen Gewaltprinzip beteiligt und sein ganzes Leben lang mitgelaufen ist bei so einer Gewalt. Obwohl man in der Schule gelernt hat, wie schlimm die Welle ist, wie schlimm Faschismus ist, wie schlimm Rassismus ist. Und dann muss man zugeben, dass man das die ganze Zeit selbst gemacht hat, weil man ein egoistischer, mitlaufender, unreflektierter Bastard war. Und das tut natürlich höllisch weh. Wir sind alle nur vegan geworden, weil das weh getan hat. Und es ist schön, dass du das erkennst und die Tiere auch so verteidigen möchtest eigentlich. Ja. So, Sandy, ich kann dir an dieser Stelle nur sagen, es gibt einige auf dem Discord-Server, die haben eine Ernährungsstörung gehabt, die haben Depressionen, die haben teilweise leider auch Depressionen, weil sie das mit den Tieren erkennen und das mit dem Umfeld nicht immer sehr, sehr einfach ist. Wenn die dann auch noch einen draufhauen, darauf erstmal ein Steak. Ich kann dich nur bitten, komm gerne auf den Server, schau dich hier um, tausch dich hier aus. Und wir haben mittlerweile 28.000 Leute. Es gibt viele Leute, die ein ähnliches Schicksal haben, die dir helfen können. Ich kann dich leider nicht jeden Tag begleiten und an der Hand nehmen und dir sagen, was du essen kannst und sollst. Ich weiß, dass einigen essgestörten Menschen hilft, am Anfang vor allem zu diesen Ersatzprodukten zu greifen, weil die Rituale die gleiche sind. Weißt? Aber natürlich sind die Inhalte teilweise anders. Die Makronährstoffe, die Vitamine, und da kann ich dir auch nur empfehlen,
am Anfang, wie gesagt, möglichst bei deinen Ritualen zu bleiben, was geht, weil du isst ja jetzt wahrscheinlich auch schon einiges pflanzlich, selbst wenn du noch nicht vegan bist, ist viel von dem, was man im Alltag ja sonst isst, Obst, Gemüse, Getreide, ist ja immer noch da. Mehr davon, aber den Rest nicht nur weglassen, sondern man muss natürlich auch die Nährwerte ersetzen. Und da kann man zu Ersatzprodukten 1:1 greifen, wenn man das genauso ersetzen möchte. Oder sich natürlich unbedingt auch ein bisschen einlesen in die Materie. Wenn dich das zu sehr triggert, kann ich dir empfehlen, Ernährungsberatung zu holen. Ich habe mich neulich gerade mit dem veganen Ernährungsberater und Fitnesscoach Stefan Pütz getroffen. Wenn du das in Anspruch nehmen möchtest, kann ich da einen Call zwischen euch beiden organisieren, falls er dir ernährungstechnisch helfen kann. Ich fand ihn unglaublich empathisch und einfühlsam und er kennt sich mit Sachen Ernährung sehr, sehr gut aus. Oder auch 2, 3 weitere Kollegen von mir, falls du das brauchst. Wenn du sagst, du schaffst das selbst für die Tiere, umso besser. Lass mich gerne wissen, wie ich dir helfen kann. Das ist sehr, sehr gerne, würde ich das in Anspruch nehmen mit dem Menschen. Sehr gerne. Ich denke, das wird auch meinem Stream gut helfen. Dann schreib mir gerne eine E-Mail. Und dann, dann leite ich das weiter und organisiere das zwischen euch. Darf ich dir eine kurze Frage noch stellen? Mhm. Viele Leute, ich glaube, also bei mir sind... Hat jemand ein Furzgeräusch bei mir ausgelöst? ich hatte die an. Viele Leute zum Beispiel, die sagen, hey, du bist absolut fantastisch, was deine Argumente angeht und du kannst wirklich gut überzeugen. Ja, du bist auch nicht gegen Tier, fleischfressende Tiere. Ja, also ich habe ja immer die Möglichkeit, was dazu zu sagen, nur ich mache nicht gerne zeitverschwendende Sachen, weil ich seit 2 Jahren als rassistisch, homophob und sektenmäßig verleumdet werde. So, das ist jetzt nichts Neues. Da kamen jetzt halt ein paar Videos, die das Ganze kondensiert gesammelt haben und wie Detektive aufgearbeitet haben. Ja, I don't know, ich finde jetzt nicht. Das ist genauso... Ich bin rechts, weil ich mit Menschen spreche, die nicht links sind oder die rechts sich sogar äußern. Das ist so lächerlich, als wäre ich nicht vegan, wie wenn ich mit Nicht-Veganern spreche und mit ihnen darüber rede, dass das falsch ist. Ja? Ich würde mich hinsetzen mit Putin, Hitler, Trump über Tierrechte sprechen und gleichzeitig, wenn sie irgendwas Diskriminierendes oder Gewalttätiges sagen, natürlich auch sagen, dass das irrational und unethisch ist. Aber deswegen habe ich nicht die gleiche Mentalität wie Putin, Hitler und Trump. Ich finde es ganz, ganz wichtig, öffentlich irrationale und gewalttätige Gestalten zu entkräften und ihnen ihre irrationalen und grausamen diskriminierenden Fehlschlüsse öffentlich aufzuzeigen, wie ich das in bisherigen Debatten mit diversen Menschen unterschiedlicher politischer Richtungen auch gemacht habe und weiterhin machen werde. Ich sehe mich selbst als vollkommen unpolitisch, einfach weil ich mich zu wenig mit der Materie befasse. Und ich glaube, die allermeisten Menschen haben eigentlich keine Ahnung, sondern folgen einfach nur ihrem Umfeld. Es gibt Gründe, warum Menschen Politik studieren, weil es fucking komplex ist. Genau, was ich über karnivore Tiere gesagt habe, also wie würdest du das denn sehen, wenn wir beispielsweise einen Menschen haben, der hat eine psychische Krankheit und der läuft jetzt durch deine Stadt und um zu überleben, muss der jeden Tag einen Menschen zerfleischen. Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Du kannst diesen Menschen mit dieser psychischen Krankheit entweder abschießen vor dem nächsten Opfer, so, oder du lässt ihn weitermachen. Was machst du dann? Weiß ich nicht. Ich bin moralisch sehr abgestumpft. Ich glaube, mir wäre das ziemlich egal, ob der Mensch dann stirbt oder lebt. Mach's mal mit dem Amoklauf, das ist ein bisschen einfacher zu verstehen. Also ja, also wir haben einen Amokläufer, der jeden Tag, der versteckt sich unter Nacht und der geht jeden Tag raus und erschießt einen Menschen, dann erschießt er deine Mutter, dann erschießt er deine Schwester, deine Brüder, falls du deine Haustiere. Würdest du den, wenn du nur 2 Möglichkeiten hast, du kannst ihn entweder am Leben lassen und sagen, ja, der folgt halt seinen Instinkten, oder du knallst ihn ab. Was machst du? Ich würde ihn abknallen. Ich weiß nicht. Ich würde ihn abknallen. Gut, bei Amokläufer brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube nur, dass wenn wir sagen, okay, wir sind davon abhängig, zum Beispiel ein Inuit, der sagt, der muss davon überleben. Ich denke halt einfach auch, dass das fleischfressende Tiere, zum Beispiel ein Löwe oder Haie, die sind wichtig für unser Ökosystem, sonst wird alles zusammenbrechen, dass das eben die Natur ist. Die machen das ja nicht aus Fun. Ne? Sie müssen überleben, so. Ja. Große Differenzierung hier. Ich sage einfach nur, meine Stellung ist ja sehr differenziert, was karnivore Tiere betrifft. Das wird immer nur sehr gerne aus dem Kontext gerissen. Natürlich hängen von dem Überleben von karnivoren Tieren im Moment Ökosysteme ab. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, dass das Ökosystem nicht zusammenbricht, ich hier einen Knopf drücke und alle karnivoren Tiere sind für immer weg, dann würde ich diesen Knopf drücken.
damit kein Tier unnötige Gewalt erleiden muss, wenn das Ökosystem für immer dann erhalten bleibt unter dieser Prämisse. Wenn sie einfach knallt weg, kein Leid an ihrer Stelle, kein Leid von diesen Tieren und wir haben keine Gewalttäter mehr. Das ist, als würden wir alle Mörder einfach eradizieren. Natürlich würde ich das machen. Ich glaube, das würden wir dann, glaube ich, aber alle machen. Also, nein, ich finde das zum Beispiel... ich will Löwen nicht auslöschen. Die haben dann halt nicht reflektiert. Ich glaub, in so einem Szenario, wo du das machen könntest, könntest du zum Beispiel auch einfach Löwen sagen, dass die Pflanzenfresser wären. Das ist ja eine unrealistische Sache. Wir möchten alle, dass das Simba überlebt, aber auch das Wildschwein Tim und Puma und so. Also das ist ja sowieso nur hypothetisch. Da kann man ja sowieso sich wünschen, was man möchte. Genau. Darf ich da kurz was zu sagen? Ne? Also, ja klar. So, genau, also dieses Gedankenbeispiel, was man da halt wegnimmt, ist, wir als Veganer oder jetzt auch Raffaela, wir würden natürlich vorher erst probieren, den Löwen vegan zu ernähren, ihn von, keine Ahnung, natürlich gestorbenen Tieren zu ernähren oder irgendwas. Also man fängt ja bei dem mildesten Mittel an und dann geht man immer weiter und irgendwann, wenn das alles nicht geht, dann kommst du halt irgendwann zu den Löwen einschläfern oder erschießen oder so, weil man halt auch einen Amokläufer davon abhalten würde. Genau, weil karnivore Tiere haben nicht inhärent ein Recht auf Mord. Das hat niemand. Das ist absurd, wenn man das sagt. Genau. Aber man muss natürlich auch noch anmerken, dass es schon eine sehr, sehr philosophische Debatte ist. Wenn man damit mit Moral und Ethik sich noch nicht so viel beschäftigt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass das jetzt sehr abstrakt das ist. Halt, ich glaube, das verstehen auch viele Leute genauso. Ja, oder wenn zum Beispiel Leute anfangen zu sagen, ja, aber wenn ich irgendwo hinfahre, dann in einem Zug... Wenn ich mit dem Zug hinfahre, mach mich einfach kleiner. Wenn ich irgendwo mit dem Zug hinfahre und da sterben jetzt irgendwelche Fliegen zwischendurch, das ist ja gar nicht das Thema. Und das sind so schwierige ethische Fragen, das kann man mal machen, wenn man Spaß drauf hat. So, ne? Aber darum geht's nicht. So. Und das sind so Fragen, die wird kein Mensch jemals beantworten, sonst müsste jeder Mensch und jedes Tier sterben, weil wir. Aus Versehen trampeln wir immer mal auf eine Ameise oder so. Aber es geht ja um dieses absichtlich bewusste, ne, so dieses absichtlich so, wenn es nicht sein muss. Ne, und nicht aus Versehen irgendwie so. Ja, gib mal Clap im Chat. Also wir hatten noch nie so eine based Besucherin hier drinnen wie dich. Und es ist richtig schön, mal mit jemandem zu sprechen, der hier nicht nur für Trollen und für Provozieren reinkommt. Vielen, vielen Dank. Ja, Chat gibt Clap. Wir sind das echt nicht gewohnt. Es tut mir auch leid für euch, wirklich. Ich war eben bei euch im Chat, im anderen Discord. Ja, das auch. Da waren eben zwei Mädels und da meinte dann einer so, ja, ich würde dich am liebsten fesseln und mit Fleisch füttern. Irgendeiner deiner Mods oder so. Und ihr müsst euch vorstellen, stellt euch mal vor, das sagt euch jemand. Also das ist so, das ist grausam, das ist... Also, und das ist ein Spaß. Einer meiner Mods über dich? Nein, das wurde denen wohl in einem Gespräch gesagt. Und ihr müsst euch ständig solche Sachen anhören. Das tut mir wirklich leid, weil ihr versucht, was Gutes zu machen, euch einzusetzen für Tiere und für Menschen. Und für uns, für die Welt, für den Planeten, das wird uns klimamäßig ist das auch eine gute Sache. Also es gibt jetzt nicht wirklich, wo man sagen kann, boah, das ist böse. Ja? Deswegen, es tut mir wirklich leid, dass ihr da so viel Gegenwind erfahrt und die ganzen Danke, Worte. Und ich finde es beeindruckend, dass ihr da psychisch so stark bleibt. Danke. Sehr gerne. So, jetzt ist es aber an dir, auch das umzusetzen. Deswegen warte bitte nicht so lange, wie du mit dem Ernährungsberater gesprochen hast. Ich bin mir sicher, du kannst das vorher schon hinkriegen. Und wenn das einfach nur ist, dass du mehr von den pflanzlichen Sachen isst, die du bisher gegessen hast. Fleisch und Milchprodukte kann man sinnvoll mit Hülsenfrüchten, mit Nüssen, mit proteinhaltigen Ersatzprodukten ersetzen. Weil wenn du einfach nur die Milch- und Fleischprodukte weglässt, dann wirst du nach 2 Wochen besonders als jemand, der vielleicht an der Grenze zum Untergewicht ist, sagen, boah, Veganismus hat mich umgebracht, dabei war es einfach nur deine falsche Ernährung, die dich schwach gemacht hat und nicht der Veganismus. Also Veganismus ist ja eine Einstellung. Deswegen, das muss man schon gescheit planen, aber du kriegst das hin, warte nicht, sondern iss genug, so wie es dir möglich ist und versuch wirklich an die Tiere zu denken, wenn du einkaufst. Da haben wir die Verantwortung. Das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Ja, man vergisst es, aber das ist das Wichtigste im Leben, wie wir mit Schwächeren umgehen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du als unglaublich reflektierter Mensch das sehr gut hinbekommen wirst.
Und danke damit dir. Möchtest du danke hier noch was das. Ausrichten an unsere. Sehr gerne. Entschuldigung, ich quatschte immer rein, weil es ein bisschen laggt. Das ist nicht nein, ach, leid. Überhaupt nicht, gar nicht. Nein, nein, ach, du sprichst mir überhaupt nicht rein. Alles gut. Nein, ich danke dir für das bereichernde Gespräch. Ich hoffe auch, dass deine Message besser rüberkommen kann durch solche Gespräche, wo man einfach immer miteinander spricht und nicht immer nur gegeneinander und versucht, irgendwas zu verstehen. Ich danke dir. Dank, ich wünsche dir einen wunderschönen veganen Abend und falls du mal wieder hier vorbeikommen möchtest, bist du sehr willkommen. Gerne. Darf ich noch eine Sache sagen? Ich danke dir. Bitte? Ja, klar. Am Vegan-Sein ist nicht schwer, dass man vegan ist und irgendwie Sachen isst oder irgendwie keine Lederschuhe kauft oder so, sondern das Allerschwerste, weil ich gerade deinen Twitch-Chat offen habe, ist einfach dieser soziale Backlash und den sozialen Ausschluss, den man erfahren kann oder erfährt, weil wenn du jetzt halt als Veganer einfach nur existierst, neben Leuten oder wenn du jetzt live bist auf Twitch oder whatever, das ruft konstant ein schlechtes Gewissen bei allen Leuten, die um dich rum sind, aus, weil die ja wissen, hey, fuck, derjenige oder diejenige ist vegan und ja, scheiße, ich bin eigentlich schuld daran und dann, das ist halt die ganze Zeit so da, du brauchst nicht mal was sagen. Und deswegen wird es Leute geben, die dich dann da, was weiß ich, ärgern werden oder da ne, dir dann so die Schuld geben oder wie auch immer. Also sei da stark und stell dich gegen die Leute, die das halt schlecht reden oder dann sagen, Raffaella ist doof oder so, die ist zu extrem und so. Was extrem ist, ist, dass wir Milliarden Tiere vergasen. Das ist extrem und nicht, dass man vegan ist und sich dagegen ausspricht. Ja, das wollte ich noch sagen. Genau. Ja. Und seid nicht so sensibel immer und sagt, oh, da hat mal jemand nicht so nett mit mir gesprochen. Ja, wenn ich eure Mama ständig irgendwie schlagen würde, würdet ihr auch nicht ruhig mit mir reden und sagen, oh, bitte, Sandy, ich erkläre dir jetzt aber mal ganz nett jetzt, dass du das bitte nicht machen sollst. So, das ist, also, das ne? Ja, sie genau. Hat gecheckt. Das ist so verstanden, holy sehr, shit. Sehr, sehr gut. Das ist echt kapiert, holy shit. Doch so. Ja. Und wenn man mal, da muss man sich auch mal anhören, wenn man Scheiße baut, muss man sich auch das mal anhören können. Muss man mal gerade stehen. Hört, ja. Mal anfangen lassen. Selbstreflektieren. Ich markiere dich noch in den wisst ihr, was hilfreich ist, Leute? Wir können ich glaube nicht, dass es moralisch möglich ist, jemals perfekt zu sein. Wenn wir uns sowieso sagen, wir können versuchen, gute Sachen zu machen, dann ihr braucht den Druck nicht haben, perfekt sein zu müssen. Ich glaube, so Leute können sich selber Fehler so schlecht eingestehen. So, deswegen habt einfach so, geht einfach davon, immer Fehler und Fehler zu sehen ist was Gutes. Es ist nicht schlimm, Fehler einzugestehen, auch an mich selber. So, ich vergesse das ja auch gerne mal und versuche dann, mich zu rechtfertigen und zu rechtfertigen. Aber es, am Ende, wenn man ehrlich zu sich selber ist, bringt es ja nichts. Ne? Okay, schwierig. Möchte euch nicht aufhalten. Genau, ich wollte noch sagen, ich markiere dich noch bei Debatteninfos bei einer Seite, die kannst du an deine Community auch noch zeigen. Moment, das zeige ich hier auch nochmal her, da bin ich hier kurz weg. Haben wir heute eh schon öfters besprochen, das ist die Seite an3x.org. Genau, und da kannst du mit deiner Community das erste Video nicht anschauen, aber du könntest live drauf reacten, während es sich die Leute zu Hause vielleicht auch anschauen und das durchbesprechen. Es sind ein paar harte Bilder dabei, ich sag's dir ganz ehrlich, aber das ist genau das, was du dir vor Augen rufen willst und musst. Und du hast gesagt, du brauchst sowas, bitteschön, da hast du es. Und da sind auch all meine Argumente zusammengefasst hier. Wer mich noch nicht versteht und mich immer noch blöd findet, den gleich mit dem Hologramm, dem bösen Wort. Das findet ihr hier nochmal erklärt. Aus der Sicht eines Hologramm-Überlebenden kann ich euch sehr ans Herz legen, das einmal anzuhören. Ich habe es übersetzt auf Deutsch. Speziesismus, die Diskriminierung von den Tieren habe ich hier zusammengefasst. Und die wichtigsten Dokumentationen eures Lebens, Earthlings und Dominion, die zeigen nochmal 1,5 Stunden lang, was tatsächlich passiert. Ganz nüchtern. Und es ist absolut zum Kotzen und das sind sehr, sehr wichtige Filme, die ihr hier anschaut. Aber vor allem das erste Video, wer nur wenig Zeit hat, bitte, bitte, bitte schaut euch das an. Bitte schaut euch das mit deiner Community an. Und ansonsten wünsche ich dir ein wunderschönes veganes Leben und ganz, ganz, ganz viel Kraft, weil du wirst es brauchen. Du auch, ihr auch. Ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Ich habe es technisch hingekriegt. Ich bin so stolz. Sorry.